ein alter Begriff für illegitime Kinder und 1945 folgende meinte man damit die fast eine halbe Million Besatzungskinder, also Kinder von deutschen Müttern und alliierten Soldaten. Nach dem Krieg waren sie überall präsent. Man sah sie, sie wurden geboren und sie sahen zum Teil anders aus als die eigenen Kinder. Man beschimpfte sie, stigmatisierte sie und in den 50er Jahren begann man sich an sie zu gewöhnen, sie als die eigenen anzuerkennen. In den 90er Jahren kamen sie wieder in die Öffentlichkeit. Sie suchen jetzt nach ihren Vätern, die wahrscheinlich schon tot sind. Sie suchen aber auch nach Schattenfamilien, nach Familien, die womöglich in den Herkunftsländern der Väter noch existieren. Und zu denen wollen sie gern Kontakt haben. Diese Besatzungskinder sind nicht nur ein Übel für die Gesellschaft gewesen, so haben das die damaligen Zeitgenossen empfunden. Sie waren auch eine Chance. Die Chance, zwischen dem alten nationalsozialistischen Denken und dem europäischen zukunftsgewandten Denken zu vermitteln. Diese Kinder waren Fremde und sie haben den Deutschen gezeigt, wie man mit Fremden gut leben kann.